Und jetzt kommen wir zu einer Frau, ja, die uns erklären kann, vielleicht ein bisschen diesen Wahnsinn auf RTL, der da gerade stattfindet, mit fast 10 Millionen Zuschauern, das RTL-Dschungelcamp. Sie war 2008 mittendrin, hat von der Show, wie die viele ja so ekelhaft finden, ziemlich profitiert, sagt sie, würde aber trotzdem nicht wieder reingehen. Und ich freue mich jetzt auf dieses Gespräch mit Michaela Schaffrath. Mit welchen Gefühlen verfolgst du das diesjährige Camp? Ich bin ziemlich gelangweilt. Ehrlich? Ja. Mhm. Ehrlich gesagt, ja. Also der Zauber, nenne ich es mal so, der Zauber des Dschungelcamps hat schon ziemlich nachgelassen. Eigentlich schon letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich es gar nicht gesehen, da habe ich aber auch Theater gespielt. Also stand ich jeden Abend auf der Bühne. Und in diesem Jahr ist es so, irgendwie bekommt das so keinen Drive so richtig. Also der Zauber ist weg. Vielleicht ist es auch liegt der Grund vielleicht daran, dass es auch schon so oft läuft. Ich glaube, 11. Mal jetzt. Ich habe ehrlich gesagt nicht mitgezählt. Aber ist das auch der Grund, warum du nicht mehr reingehen würdest, weil du es irgendwie durchfindest? Ja, also ich finde es erstens durch und zweitens, also ich muss ja dazu sagen, ich bin 2008 drin gewesen. Mhm. Also vor neun Jahren. Mhm. Und da war das irgendwie noch was anderes. Es hatte irgendwie auch noch so einen gewissen Reiz. Da war es die dritte Staffel. Wir hatten eine Pause dazwischen. Also RTL hatte auch eine Pause dazwischen gemacht. Und irgendwie, ja, hatte ich natürlich auch tolle Leute um mich herum. Das ist ja auch so schwierig, was da jetzt so mittlerweile drin ist. Sind ja auch sehr schwierige Charaktere. Oder auch sehr schräge Charaktere. Und da hätte ich es mir mit einigen verscherzt. Also auch schon in vorherigen Sendungen. Und heute würde ich da einfach nicht mehr reingehen, weil es heute einfach nicht mehr in mein Leben passen würde. Also seit 2008 ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Zum Positiven. Ich wollte gerade fragen, es sagen ja immer alle, sie gehen da rein, entweder weil sie sich zeigen wollen, wie sie wirklich sind. Mhm. Andere sagen, sie gehen rein wegen des Geldes. Mhm. Und dann gibt es welche, die sagen, sie gehen da rein, weil sie sich eben einen Schub für ihre Karriere erhoffen oder positive Effekte auf ihr Leben. War das bei dir so? Hast du profitieren können tatsächlich von dem Camp? Und wenn ja, wie? Also ich habe natürlich wirklich Glück gehabt. Ich muss echt auf Holz klopfen. Ich habe sehr davon profitiert. Ich bin als Zweite da rausgegangen. Und man hatte mir dann noch das Prädikat Königin der Herzen verpasst, was ich natürlich noch viel schöner finde als Dschungelkönigin. Ja, irgendwie hat mir das natürlich viel mehr gegeben und bin auch ehrlich gesagt froh, weil ich hatte nie gedacht, dass ich da bis zum Ende bleibe, bis zum Finale. Und da reinzugehen, weil man sich einen Karriereschub erhofft, ist, glaube ich, sehr blauäugig gedacht, weil es gibt genügend Beispiele dafür, wo es komplett nach hinten losgegangen ist. Also ich sage ganz ehrlich, und das habe ich immer in die Runde gesagt, ich bin damals wegen des Geldes reingegangen. Ich brauchte das Geld einfach. Wir wissen alle, dass es gut honoriert wird. Was gibt's denn da so? Bis zu 200.000 Euro, glaube ich. Ne? Ich weiß, du hast dein Interesse schon geäußert. Keine 10 Pferde. Die zahlen wir nie im Leben. Tut mir leid, Michaela, sag auch gar nicht. Nee. 200.000, das ist Ich glaube, Schwachsinn. Brigitte Nielsen hat 150.000 bekommen. Aber ja, das heißt, Lisa auch gelogen. Dieses Jahr, glaube ich, 200.000. Unteren Bereich 40.000, Frau Menke. Also wir haben es noch mal so nachgeschlagen. Ja, das ist doch, pass auf, die schrauben das doch alle hoch. Ich gehe doch auch nicht hin und sage, ja, ich war jetzt da. Ich habe 10.000 Euro gekriegt. Ich gehe auch raus und sage 150.000. So. Also ich spreche generell nicht über Geld. Aber sagen wir mal so, es ist natürlich im sechsstelligen Bereich, aber ich glaube auch nicht, dass es 200.000 sind. Und Nein. wenn, dann finde ich komplett aber im überbezahlt. Bereich Entschuldigung. Fünfstelligen Bereich, sorry. Sechsstellig wäre geil. Dann sechsstellig ist selber, es gab sechsstellig, ja so ein paar, auch sechsstellig drin waren. Da könnten wir noch mal sechsstellig. Soll ich die Connections machen oder was? Sechsstellig, ja. Dann ja, ab 100.000 gehst du mal. Nee, weil ich habe vorhin mit Michaela darüber geredet. Mhm. Ich hatte mal zu meinem Agenten gesagt, du, pass auf, was hältst du davon? Ich gehe doch mal rein. Da hat der gesagt, dann war ich längste Zeit dein Agent. Und dann gesagt, nee. Du hast ja eins nicht kapiert. Ich sage, du weißt ja nicht den Plan, den ich habe. Und da habe ich gesagt, also ich weiß heute, wie ich bin, mit meiner Neurodermitis. Zieh mir so einen roten Lendenschurz an und nicht drunter. Und dann haue ich mir mein Feldbeck oben auf so einen Baum und red mit den anderen Pfeifen gar nicht. Dann mach nur Hille, Hille, Hille. So, und bin da rum und geh dann raus zu der dusseligen Sonja Zietlow und rede zum ersten Mal Deutsch und sag, hast du einen Arsch auf? Ich fress die Scheiße nicht. Ich sage, mir ist das was, ich will nicht einen Stern nach Hause bringen. So, und ich habe behauptet, und das glaube ich, dass der deutsche Fernsehzuschauer so intelligent ist, dass er das so toll findet und sagt, der hat einen Plan, der Mann.
Dass dieser Plan jetzt in der Welt ist, weil die RTL ja, wird dich nie wieder fragen. Ja, ja, jetzt haben sie. Aber ganz ehrlich, aber stell dir mal vor, ich stehe hier mit einer Ananas auf dem Kopf. Sagen, du ganz ehrlich, Kohl auch nicht fett, ich ja? sehe dich da nicht. Mal ein bisschen lachen. Nein, also. Ehrlich, aber ich sehe dich da auch irgendwie nicht. Also na, na, danke. Überhaupt nicht. Ja. Das ist lieb von dir. Von daher nur zwischendurch, weil ich will nur sicher gehen, verstehen Sie, worüber wir sprechen? Am Anfang habe ich das einmal gesehen, um zu wissen, was es überhaupt ist. Ja, aber ich gucke ja sowieso total wenig Fernsehen. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an meinem Beruf. Ich habe immer mit komplizierten Charakteren zu tun. Dann müssen Sie das nicht anschauen. Den Dschungel habe ich wahrscheinlich einfach so, ganz automatisch. Also. Aber es hat einen bleibenden oder keinen bleibenden Eindruck hinterlassen? Nein, also gar nicht. Ich bin total erstaunt, das ist ja schon ewig her, als das erste Mal gelaufen ist, dass das immer noch läuft, dass es immer noch Leute gibt, Man muss sich nicht entschuldigen dafür, dass man nicht Dschungelcamp guckt. Nee, also, gar nicht. So, ja. Also das finde ich zum Beispiel auch. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, ich gucke es mir nicht wirklich jetzt an, weil ich es auch echt total bei mir im Schlafzimmer hatte ich mal einen Fernseher, aber neulich war Fernbedienung kaputt und ich bin so ausgerastet. Und ich wohne ja nur, also das sind 5 Meter vom Fenster bis runter und habe den ganzen Fernseher aus der Wand und habe den runtergeknallt. Und konnte der Hund da schlafen? Ja, der Hund hat sich gewundert. Ja, der Hund hat noch mal das Beinchen gehoben. Ich habe seitdem auch keinen mehr. Ach komm. Und also jedenfalls nicht, ich natürlich am Fernseher, aber nicht im Schlafzimmer. Nee. Und das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nur angewöhnt, zum Einschlafen zu lesen. Und ja, das ich tut auch. Einem viel, viel besser. Auch. Ja, da geht es einfach viel geiler, besser. Ich lese auch Deppen zum da anzugucken. Also wie gesagt, es macht mir keine Freude mehr, das zu sehen. Aber wenn du Fotos siehst aus dieser Zeit, Michaela, ja. ne? und dich selber in dieser Dschungelkluft, die wir ja irgendwie alle auch kennen, was überrascht dich da mehr, dass du mal so ausgesehen hast oder dass du mal so ausgesehen hast? Doppelpunkt. Jetzt haben wir ein tolles Foto wirklich von dir gefunden. Ja? Das ist Michaela Schaffer. Die Reaktion war toll gerade. ja. Was ich sag ja immer so, lieber so als umgekehrt. Ne? Also wäre jetzt schade, wenn es andersrum wäre. Wie alt warst du da? Da war ich 19. Das ist mein Führerscheinfoto gerade gemacht dann. Und ich habe da eine ziemliche Wandlung durchgemacht. In du bist die Frau, die sich immer wieder neu erfindet, finde ich. Ja, das finde ich auch toll. Sonst wäre das Leben auch sehr langweilig. Für mich jetzt. Jetzt würden andere sagen, also es gibt ganz viele, die mit meinem Leben überhaupt nicht klarkommen, die immer sagen, Mensch, Michi, dein Leben, das reicht irgendwie für 3. Und Gott, komm doch mal zur Ruhe. Und irgendwie, es geht bei dir so viel ab, aber ich war schon immer als Kind schon immer total umtriebig und neugierig und habe immer jeden angequatscht und wollte immer alles wissen und ich weiß nicht, ich finde es so schade, also so irgendwie zum Stillstand zu kommen. Ich glaube, das ist natürlich auch in unserem Beruf sehr wichtig, dass wir neugierig sind, dass wir auch immer gerne ausprobieren. Du sagst gerade Beruf, weil du jetzt Theaterschauspielerin auch bist. Mhm, ja? Seit 6 Jahren mittlerweile. Genau. Aber in dieser Zeit von dem Foto warst du, glaube ich, gerade oder in der Ausbildung Kinderkrankenschwester. Genau, da habe ich gerade die Ausbildung begonnen, habe dann 91 Examen gemacht und habe 10 Jahre in dem Beruf der Kinderkrankenschwester gearbeitet, ja. Mhm. Und du sagst von dir selber, du warst damals, ich zitiere das jetzt nur, ein bisschen pummelig. Mhm. Das Foto haben wir ja gerade gesehen. So, und dann kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt verändere ich mich. Mhm. Warum? Ja, weil ich einfach ein unglücklicher Teenager war. Jetzt wird meine Mutter wieder sagen, ach Kind, sag das doch nicht immer, aber es ist so. Ich war jetzt nicht unglücklich in meiner Familie, ganz im Gegenteil. Ich hatte eine ganz tolle Kindheit und ich liebe meine Eltern und sie lieben mich auch. Und die haben mir ganz viel Liebe und Geborgenheit gegeben und alles, was ein Kind sich wünscht. Aber ich war halt einfach von der Optik her jetzt nicht so der Reißer. Und ich war jetzt wirklich auch diejenige, also seit meinem 3. Lebensjahr Brillenträgerin. Und Kinder können natürlich auch sehr grausam sein. Ne? Also Brillenschlange, Blindschleiche, das komplette Programm. Dann nickt einer, Leidensgenosse oder... Eigentlich weniger, ja, aber sieht man doch. Ja, aber es war einfach im Sinn. Und meine beste Freundin hat natürlich immer die Jungs abgekriegt, die ich natürlich auch toll fand. Und das hat mir nicht unbedingt Selbstbewusstsein gegeben. Und ich war auch total, also ich hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein. Und dann habe ich halt sicherlich auch aufgrund meines ersten Mannes, zweiten Freundes und ersten Mannes, habe ich dann die Wandlung durchgemacht. Der hat mir da ziemlich geholfen, mir gezeigt, dass doch ein bisschen
mehr in mir steckt. Mhm. Und über diese Phase, die dann kurz kam, vor dem Dschungelcamp, sprechen wir heute nicht. Und ich glaube, das ist das erste Interview, in dem das Wort Erotik jetzt nur einmal ganz kurz vorkam, oder? Stimmt, super. Ja? Liegt es daran, dass ich eine Frau bin als Interviewerin? Nö, mittlerweile ist es so, dass es ja echt olle Kamelle ist und das will ja auch keiner mehr hören. Ich finde auch, man sollte das hinter sich lassen dürfen, wenn man es hinter sich lassen möchte. Vielen Dank, Michaela Schaffner. Danke schön.